Mein Name ist Brigida und ich teile auf Instagram als Boho Style Living meine Inspiration zum Thema Boho und Scandi Style. Fast 18.000 Follower folgen der Interior-Bloggerin Brigida auf ihrem Instagram-Account Boho Style Living. An ihre traumhafte Hamburger Boho-Scandi-Wohnung hat sie ganz besondere Ansprüche. Also mein Zuhause ist auf jeden Fall ein Ort, an dem ich mich wohlfühlen muss. Also es ist kein Ort, den ich nur für Instagram irgendwie schön zeigen möchte, sondern definitiv meine Wohlfühloase. Boho als Lebenseinstellung würde ich so beschreiben, dass du gar nicht so sehr über die Dinge nachdenkst. Also nicht, du bist schon zwar zukunftsorientiert, das bin ich definitiv, aber ich plane nicht für die nächsten 5 Jahre voraus. Seit Juli 2018 lebt Brigida mit ihrem Freund in der Wohnung im schönen Hamburger Stadtteil Winterhude. Ihr Leitfaden, ganz nach dem Boho-Prinzip, ist folgender. Also bevor wir hier eingezogen sind, hatten wir so einen kleinen Grundsatz und der war auf jeden Fall, dass wir das Gefühl von Fernweh gar nicht so oft spüren möchten. Wir reisen sehr viel und dadurch, dass wir unsere Wohnung so eingerichtet haben, dass es eigentlich wie so ein, wie so ein Beachhaus vielleicht ist, haben wir gar nicht so oft Fernweh. Naturmaterialien, Fransen, Selfmade-Möbel und Urlaubserinnerungen bringen das Reisefeeling ins eigene Heim. So erinnert beispielsweise das Bild über dem Bett an ihre Thailand-Reise, das direkt nach dem Aufstehen das Gefühl von Urlaub vermittelt. Doch Brigidas Favorite Place in der Wohnung ist noch ein ganz anderer. Mein Lieblingsraum ist tatsächlich hier das Wohnzimmer oder das Wohnzimmer in Kombination mit dem Esszimmer. Ich habe das Gefühl, dass ich von der Couch aus in fast jeden Blickwinkel der Wohnung schauen kann, weil die auch so einen coolen Schnitt hat. Und meistens stehen auch alle Türen auf und ich habe dann auch so ein Gefühl von Freiheit irgendwie. Für jeden, der seinen eigenen Interior-Stil noch nicht so ganz gefunden hat, empfiehlt Brigida, sich auf Instagram und Pinterest inspirieren zu lassen. Diese Kanäle sind wunderbare Hilfen, um seinen eigenen Geschmack herauszufiltern. Ihren klaren Einrichtungsstil schafft Brigida hauptsächlich durch das Fokussieren auf die Hauptfarbe Beige. Ergänzend ergeben weiße und schwarze Elemente ein geradliniges Gesamtensemble. Eine klare Linie kann man so erzeugen, indem man versucht, halt in einer Farbfamilie zu bleiben. Also ich glaube, wenn du anfängst, super viele verschiedene Muster und dazu auch noch Farben zu kombinieren, kann das sehr schnell wild aussehen. Ich finde es ganz wichtig, auch passend zu dem Lifestyle, dass man auch vieles Selbstgemachtes hat. Also wir versuchen, sehr nachhaltig zu leben. Und kochen natürlich auch selbst, aber bauen dementsprechend auch selbst mal Möbel oder upcyclen die, wie zum Beispiel unseren Esstisch, der aus einem dunklen, schlichten Tisch aus der alten Wohnung von meinem Freund entstanden ist. Und das ist halt ganz cool, weil du auch nicht super viel Geld dafür ausgeben musst. Für ihren Instagram-Account schaut Brigida zuversichtlich in die Zukunft, denn sie ist davon überzeugt, dass auch ihr Interior-Stil sich immer weiterentwickeln wird. Oft ist ja die Sorge da, was passiert, wenn ich schon alles fotografiert habe und alles abgelichtet habe, wie erfinde ich mich neu? Und also es ist eigentlich so ein bisschen wie mit Kleidung oder mit Fashion. Also man läuft ja auch nicht 5 Jahre in dem gleichen Shirt rum, sondern geht auch mal wieder shoppen oder verkauft seine Sachen im Flohmarkt. Und ich glaube, eine große Sache, die kommen wird, ist, dass man noch mehr nicht nur über Kleinanzeigen, aber auch vielleicht in Second-Interior-Läden, sag ich mal, alte Stücke hinbringen kann, vielleicht neue shoppt. Und so kann man sich auf jeden Fall immer wieder neu erfinden.